Es ist einige Jahre her, da habe ich mit einem erfahrenen Toningenieur in Frankfurt eine Band aufgenommen. In einem dicken Studio. Mit dabei war auch deren Produzent. Einer von der Sorte: Ich brauche mehr Druck und bitte gib mir dicke Boxen, damit ich was höre. Der alte Hase von Toningenieur rollt schon seit langer Zeit mit den Augen. Inzwischen nehmen wir schon bestimmt 11 bis 12 Stunden auf. Als der Producer kurz weg ist, sagt der Toningenieur: Das, Marc, wird jetzt eine Nachtschicht. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Der Producer ist doch zufrieden. Und dann stellt der Tontechniker den Mix mit seinem Monitor-Controller um. Was jetzt aus den kleinen Boxen herauskommt, ist ein einziger Rohrkrepierer. Damals habe ich eine klasse Mixing-Technik gelernt und wie wichtig es ist, einen Monitor-Controller und kleinere Boxen im Studio zu haben. Und du kannst es dir denken, es hat noch die ganze Nacht gedauert. Deswegen, jedes Home-Studio und jeder Producer braucht einen Monitor-Controller. Und ich werde dir in diesem Video erklären, wie du diese Mixing-Technik bei dir zu Hause anwenden kannst. Für bessere Mixe, geileren Sound, schnelleren Workflow. Damit du nicht noch die Nacht durcharbeiten musst, wie wir damals. Delamar. Musify your life. What's up, Delamari? Ich kann mir schon vorstellen, was du denkst. Ich habe doch nur ein paar Studio-Monitore. Wozu brauche ich da noch einen Monitor-Controller? Aber mal Hand aufs Herz. Ich wette mit dir, dass du mehr als nur eine Abhöre besitzt. Hast du kleine PC-Lautsprecher an deinem Rechner? Eine kleine Stereoanlage? Eine Boombox? Einen Bluetooth-Lautsprecher? Kopfhörer? In-Ears? Ich wette, du hast mindestens eines der eben genannten Geräte in deinem Haushalt. Und mit einem Monitor-Controller kannst du die meisten davon anschließen. Und das solltest du auch tun. Wenn du richtig geile Mixe in deinem Home-Studio machen möchtest, gehört ein Vergleich deiner Mixe auf anderen Lautsprechern einfach dazu. Das ist eine der mächtigsten Techniken, die du beim Mixing überhaupt erlernen kannst. Erst beim direkten Umschalten zwischen Lautsprechern kannst du hören, wie dein Mix wirklich klingt und dafür sorgen, dass er auf unterschiedlichen Abhören immer gleich gut klingt. Kleine PC-Lautsprecher sind da nicht etwa ein Manko, sondern ein echter Vorteil. Denn sie zeigen dir, wie deine Musik bei den meisten deiner Zuhörer überhaupt klingen wird. Und zwar mit der Mixing-Technik, die ich dir gleich zeigen werde. Und smash den Like-Button, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest. Mit höchster Wahrscheinlichkeit besitzt du bereits mehr als eine Abhöre und scheust dich nur davor, ständig an deinem Audio-Interface alles umzustöpseln. Liege ich richtig? Das war bei mir nicht anders, als ich noch keinen Monitor-Controller hatte. Da habe ich höchstens noch einen Kopfhörer genutzt und mich später gewundert, warum mein Mix halt mal gar keinen Bass auf dem Smartphone hat. Und bevor du dich fragst, mein Name ist Marc und du bist bei Delamar. Damit du deine Musik anständig vergleichen kannst, brauchst du einen Monitor-Controller wie beispielsweise den SBL Control One hier. Erst mit einem solchen Gerät bist du in der Lage, nahtlos zwischen zwei Lautsprechern hin und her zu schalten. Und genau das wirst du brauchen für diese Mixing-Technik. Aber das gilt auch, wenn du Filmemacher oder Sounddesigner für Games bist. Was macht so ein Monitoring-Controller? Kurz gesagt, der SBL Control One ist eine kleine Abhörschaltzentrale, welche dir das Umschalten zwischen zwei unterschiedlichen Lautsprecherpaaren und dem Kopfhörer ermöglicht. Du kannst also sehr schnell zwischen den kleinen PC-Quäkern und deinen Studiomonitoren umschalten. Langwieriges Umstöpseln ist nicht mehr notwendig. Was für sich genommen schon ein Grund für einen Monitor-Controller für mich war, der große Lautstärkeregler. Nichts ist nerviger, als ständig in der Mixer-Software herumfuddeln zu müssen. Du schließt zwei Lautsprecherpaare an deinen Monitor-Controller an. Wir nutzen hier den SBL Control One dafür. Das ist vermutlich der Monitor-Controller mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und Klang in seiner Klasse. Für das Lautsprecherpaar A kannst du auch einen Subwoofer anschließen. Und dann schließt du natürlich auch noch deinen Computer als Audioquelle an. Beim Control One kannst du sogar zwei Quellen in Mono und Stereo anschließen. Das kann dein Computer direkt, ein Audio-Interface, ein Synthesizer, ein Mikrofon-Vorverstärker, ein Blu-ray-Player oder sonst etwas sein, das mit einem Line-Pegel daherkommt. Bei diesem Monitor-Controller gibt es eine spannende Eigenheit. Mit diesem Schalter kannst du dir beide Signale separat oder zusammengemischt anhören. Das kann sehr nützlich sein, wenn du beispielsweise
Musik über deinen Rechner abspielst und dazu mit deinem Digitalpiano, Synthesizer oder Camper spielen möchtest. Mit diesem kleinen Schalter auf der Vorderseite kannst du jetzt ganz bequem zwischen Lautsprecherpaar A und B hin und her schalten. Beim Abmischen deiner Tracks kannst du damit sehr einfach zwischen zwei Abhören vergleichen und gleich die Problemstellen in deinem Mix finden. Worauf du achten kannst, ist vor allem der Bass. Verschwindet er auf den kleineren Boxen? Und wie verändern sich die Mitten, wenn du zwischen zwei Abhören umschaltest? Verschwinden bestimmte Instrumente? Sind die Vocals noch gleich gut zu hören? Übrigens lohnt es sich, etwas Geld zu sparen für einen Monitor-Controller. Wir haben bei Delamar schon eine Menge dieser Geräte getestet und genutzt. Was mir am SBL Control One besonders gut gefällt, ist seine Klangqualität. Die ist nämlich praktisch verlustfrei und auf professionellem Niveau. Das kann nicht jedes Gerät von sich behaupten. Dieses schon. Ich will noch auf ein Feature eingehen, das gehobene Monitor-Controller mitbringen und das ebenfalls sehr wichtig für deine Tracks werden kann. Ach so, smash den Like-Button, wenn du mehr Videos wie dieses sehen möchtest. Das Feature, von dem ich spreche, ist ein richtig guter Kopfhörerverstärker. Das ist auch so eine Sache, die ich erst im Laufe der Jahre festgestellt habe. Die Kopfhörerverstärker an den Audio-Interfaces sind gar nicht so gut, wie sie erscheinen. What? Ich erspare dir die Details. Du brauchst dir nur eins merken. Deine Kopfhörer werden viel, viel besser klingen, wenn du sie mit einem Kopfhörerverstärker betreibst. Beim SBL Control One hast du zudem noch die Funktion Crossfeed aus der sogenannten Phonitor-Matrix mit dabei. Mit dieser Funktion kannst du sogar mit deinem Kopfhörer abmischen. Ich verlinke dir unten ein Video, in dem ich das genau erkläre. Das solltest du unbedingt sehen. Aber ich will dir erst noch eines meiner Highlights verraten. Wenn du deine eigene Musik in deinem Homestudio machst, dann gibt es an einem Monitor-Controller noch eine Funktion, die dich auf das nächste Level bringt. Mono-Schalter. Wenn du deinen Mix immer wieder in Mono abhörst, wirst du weitere Schwachstellen finden, die du gleich ausmerzen kannst. Wenn du mehr zur Technik von Abmischen in Mono hören möchtest, schreib mir in die Kommentare. Wenn wir unsere Videos schneiden, nutzen wir beim Control One auch noch diese Einstellung, die links rechts vertauscht. Damit können wir schnell die Audio Special Effects im Panorama drehen und schauen, was besser passt. Ich bleibe dabei, jedes Homestudio, jeder Producer braucht einen Monitor-Controller. Klar, nicht gleich am Anfang, aber relativ schnell. Dann werden die Mixe besser und das Arbeiten wesentlich einfacher. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick hier. Das wird dir auch gefallen. Mein Name ist Marc und wir sehen uns gleich auf Delamar.